So, herzlich willkommen zum Video. In diesem Video möchte ich mal einen Beweis mittels Wahrheitstafel, sagt man auch, zeigen. Eignen sich gerade bei elementareren Sätzen bzw. Gesetzmäßigkeiten, bei denen man schlecht Äquivalenzbeweise anwenden kann, und zwar zu zeigen. Wir hätten zum Beispiel hier aus A vor B. Und das soll äquivalent sein, bitteschön, zu nicht A oder B. Wobei natürlich hier A und B Aussagen logische, beziehungsweise stopp, 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 stopp. Das sind beliebige Aussagen. Ja. Das sind beliebige Aussagen. Das heißt also, A kann wahr oder falsch sein, B kann auch wahr oder falsch sein. Ja. So, das, was wir hier haben im Übrigen, das nennt man auch eine Tautologie. Das heißt also, dieses soll immer wahr sein. Vollkommen egal, was ich für A und für B an Wahrheitswerten einsetze, das Ding hier ist immer wahr. Das wollen wir jetzt aber beweisen. Ja? So, Äquivalenzbeweis. Ne? Da haben wir das Problem, ja, da fällt uns nicht wirklich was dazu ein. Also wenn ich hier zum Beispiel auf der linken Seite stehen habe, aus A folgt B, ja, dann weiß ich nicht, wie ich das umsetzen kann. Ja? So, es gibt zwar eine Gesetzmäßigkeit, die ich anwenden kann, das Problem ist aber, das ist gerade die, die ich hier beweisen soll. Und umgekehrt genauso. Wenn ich von hier aus starte, nicht A oder B, da weiß ich auch nicht, wie ich da weitermachen soll. Es gibt zwar eine Möglichkeit, aber Problem ist, gerade das wollen wir ja beweisen. Das heißt, ich kann es nicht einfach anwenden. Ne? Und das ist so elementar, dass wir eine Wahrheitstabelle schreiben müssen. Also, wir fangen hier an. Wir haben erst einmal die Aussage A. Wir haben die Variable B. Das sind Aussagen, logische Variablen. So. Das heißt, hier müssen wir ein bisschen was hinschreiben. 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Machen Sie das immer nach einem entsprechenden Muster, sodass Sie alle Kombinationen abdecken können. So. Dann müssen wir die einzelnen Teilformeln herausholen. Zum Beispiel hier dieses nicht A. Das wäre interessant, dass wir das separat haben in der Spalte. So, das können wir ganz einfach umsetzen. Wir negieren einfach A. Das heißt, wir schreiben dann hier 1, 1 und dann 0, 0. Unsere Wahrheitstabelle hat in diesem Fall hier nur vier Zeilen, weil wir zwei unterschiedliche Aussagen, logische Variablen A und B haben. Was auch hier nett wäre, wenn wir wüssten, was A aus A folgt B ist. Das wäre auch hübsch. Das heißt also, aus A folgt B, da wissen wir hier, dass es wahr, dass es wahr. Immer wenn A falsch ist, ist das ganze Ding wahr. Hier A ist wahr, B ist falsch, dann ist die Implikation hier falsch. Umgekehrt hier, A ist wahr und B ist wahr, dann ist das Ding wahr. So. Was Implikationen sind und so weiter, das haben wir auch schon in vorherigen Videos besprochen. Ja, das setze ich jetzt hier mal als bekannt voraus. Jetzt wäre dieser Ausdruck hier interessant zu wissen. Also zum Beispiel dieses nicht A oder B. Eigentlich bräuchten wir hier sogar keine Klammern rumzumachen. Ja, warum? Ganz einfach, weil per Definition diese Negation eine höhere Priorität hat, eine höhere Bindung hat als das Oder. Das heißt also, bei einer solchen Formel hier müsste das nicht A sowieso als erstes ausgeführt werden und dann erst das Oder. So, das noch an dieser Stelle. Der Strich war ein bisschen ungerade. Das muss nicht unbedingt sein. Das möchten wir ein bisschen sauber haben. So, nicht A oder B. Also, wir holen hier nicht A und oder B. Nicht A und B, die betrachten wir. So, wir haben hier 0 und 1, das heißt, hier kann ich eine 1 hinschreiben. Hier haben hier 1 und hier 1, da kann ich hier auch eine 1 hinschreiben. Hier haben wir 0, 0, da ist das Ding 0. Und hier haben wir eine 1 und eine 0 und da kann ich eine 1 hinschreiben. Bei einem aussagenlogischen Oder mit zwei
Eingangsvariablen können Sie sich merken, sobald eine davon wahr ist, ist das ganze Ding wahr. So, im Prinzip wären wir jetzt schon fertig, aber jetzt wollen wir das ganze Ding hier hinschreiben. Das heißt, jetzt kann ich hier hinschreiben, okay, aus A folgt B. Und das soll bitte aussagen logisch äquivalent sein zu nicht A oder B. So, und jetzt müssen wir nur diese Spalte hier, ja, diese Spalte hier und diese Spalte hier, die müssen wir jetzt vergleichen. So, 1 und 1 können wir eine 1 hinschreiben. 1 und 1 können wir eine 1 hinschreiben. 0 und 0 können wir eine 1 hinschreiben. 1 und 1 können wir eine 1 hinschreiben. Warum? Äquivalenz ist immer dann wahr, wenn beide Seiten den gleichen Wahrheitswert haben. So, ich habe ja gesagt, das hier ist eine Tautologie. Das bedeutet, egal was Sie für A und B einsetzen an Wahrheitswerten, das Ding ist immer wahr. Und das haben wir hier auch gezeigt. Wir sehen nämlich hier in dieser Spalte nur Einsen. Somit eine Tautologie und der Beweis ist uns geglückt. Dann können wir unser Blöckchen vorne dran setzen. Das war's. Ja? Okay, das war's an dieser Stelle schon wieder. Wenn Sie Fragen zum Thema haben, können Sie die wie immer gerne über YouTube unten über das Kommentarfeld stellen oder aber auch direkt per E-Mail. Sie finden mich auch auf Facebook. Ich habe im Übrigen auch noch eine E-Mail-Adresse. Da können Sie sich auch an mich wenden. Die kann ich Ihnen auch unten in die Beschreibung hineinschreiben. Und da können Sie sich darüber auch an mich wenden bei Fragen generell. Okay, vielen Dank an dieser Stelle. Auf Wiedersehen.